Dieser Mann ist vieles. Sportler, Landwirt, Gemeinderat, Schwimmmeister, Wetterexperte, vernarrt in Schnee und vor allem der Herr der Pisten. Wenn die Temperaturen in den Keller sinken, dann ist Günther Herr nicht mehr zu bremsen. Denn er ist mit seinen Mädels verabredet. Das sind Manuela, Heidi, Elke, Ronja, Anne, Hanna, Andrea, Uli und Raffaela. Und die Aufgabe dieser Damenrunde ist, es schneien zu lassen. Man könnte sagen, es sind moderne, hochtechnisierte Nachfahren von Frau Holle. Doch warum tragen die Schonacher Skikanonen eigentlich alle Frauennamen? Bei uns in Schonach haben die Schneekanonen Frauennamen, weil mein verstorbener Kollege die niemals auseinanderhalten konnte. Wir hatten eine neue, eine alte, eine gute, eine schlechte. Deshalb haben wir zur Vereinfachung, anstatt diese durchzunummerieren, den Kanonen Frauennamen gegeben. Da hat man gewusst, wenn man eine starke Kanone da und da braucht mit viel Schnee, dann stellt man halt die Elke dorthin. Wenn die Schneekanonen ihre Arbeit verrichten, kann Günther Herr der Arbeit nachgehen, die ihm besonders viel Freude bereitet. Pistenbully fahren. Dann ist Günther Herr das, was er mit ganzem Herzen und vollem Engagement ist. Der Herr über die Schonacher Skipisten. Mit seinem 330 PS starken Gefährt sorgt er Tag und Nacht dafür, dass aus Schnee eine perfekte Unterlage für Wintersportler wird. Damit dies auch gelingt, braucht ein Pistenwart ein solides Fachwissen und viel Verständnis für den weißen Sport. Wenn wir genug Schnee haben, kommt dann der Bulli in den Einsatz. Die Pistenwalze tut den Schnee verteilen. Und was ganz wichtig ist, dass wir den Schnee als Grundlage auf den Boden auftragen, da, bevor der Naturschnee kommt, damit wir eine gute Grundlage haben. Das Präparieren der Schonacher Schanze ist eine besonders verantwortungsvolle und ausgesprochen schwierige Aufgabe für einen Pistenbullifahrer. Einmal im Jahr trifft sich die Weltelite der Skispringer in Schonach. Günther Herr sorgt Wochen im Voraus dafür, dass die Bedingungen für den internationalen Schwarzwaldcup perfekt sind. Die Pistenwalze hängt sich mit der Seilwinde am Schanzentisch ein und verteilt den erzeugten Kunstschnee im Auslauf auf den Schanzenhügel. Hierbei ist es enorm wichtig, damit das Niveau von ca. 30 cm eingehalten wird. Der Aufbau muss sein wie in einer Straße. Ganz platt und sicher, damit der Skispringer einen sicheren Sprung absolvieren kann. Man sieht oft im Fernsehen oder ich schaue da ab und zu drauf, wenn der Springer ganz unruhig den Sprung zu Ende macht im Auslauf, ist ein Zeichen, dass es hier nicht ganz eben ist. Wenn dann wir in Schonach von der FIS gelobt werden, wenn wir eine gute Arbeit machen, das ist der größte Lohn für mich und das Schanzenteam. Und für den Rest der Saison sorgt Günther Herr dafür, dass auch normale Wintersportler in Schonach auf ihre Kosten kommen.